Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich zusammen mit dem Joe. Ja, hör mal, das bin ich, ne? Wir haben es tatsächlich mal geschafft, uns zu treffen. Ihr habt sicher vielleicht das ein oder andere Talk-Video von uns schon gesehen. Mhm. Und wenn ich schon hier bin, dann nehmen wir natürlich ordentlich auf und auch ein paar quält sich Folgen. Und wir fangen gleich an mit einem Zuschauerwunsch. Ich habe mir natürlich jetzt nicht aufgeschrieben, von wem, aber ich auch von nicht. Euch da draußen hat sich Tiny Toons Wild and Wacky Sports gewünscht. Hast du das schon mal gezockt? Auf jeden Fall nicht. Auf dem Gameboy habe ich mal so ein Spiel gespielt, in der Art auch von Tiny Toons. Ich glaube, ich habe das mal in einem Video gesehen. Ich habe selber auch noch nicht gespielt, ob das wirklich scheiße ist. Es ist von Konami. Wie scheiße kann das schon sein? Ich glaube nicht, obwohl die Tiny Toons Spiele auf dem Super Nintendo sind ja eigentlich tendenziell ganz gut. Ne? Die sind deswegen eigentlich ziemlich cool, ja, wie alle Tiny Toons Games in der damaligen Konsolengeneration. Ja. Aber ob das jetzt hier eine Quält-sich-Geschichte wird, steht und fällt jetzt an unserem Skill in Wacky Sports Games. Ich würde sagen, ich starte einfach mal. Ja, wahrscheinlich scheitert es daran, dass wir einfach überhaupt nicht wissen, wie das Ganze hier funktioniert. Anscheinend geht das überhaupt für zwei Spieler? Natürlich. Ah, sehr schön. Weil ich der männliche von uns beiden bin, nehme ich Bugs Bunny. Ach, wollte ich gerade nehmen. Dann nehme ich mal den tasmanischen Teufel, weil. Ja. Dizzy Devil. Tasmanischer Teufel halt. Ja, Dizzy Devil. Okay, was haben wir hier? Porky Pig. Blablabla, keine Ahnung. Wir machen einfach mal Start. Story oder sowas interessiert keinen Schwein. Ihr hört jetzt auch die Musik im Gegensatz zu uns, weil wir wollten uns nicht noch einen Kopfhörer teilen. Nein. So nah sind wir dann auch nicht. Throw the ice cream at the targets if they come out. If you hit there. Ja, blablabla. Verdammt, da war die Steuerung. Die ja, wir wollen ja, dass das ganze Erlebnis haben. Ja, das ist eine authentische Geschichte jetzt hier. So. Was müssen wir machen? Okay, es gibt ein Fadenkreuz. Okay. Ah, okay, wir müssen hier die Dinge abwerfen. Welches ist denn meins? Okay, das pinke ist meins. Ich bin lila, glaube ich. Ich glaube, wir müssen hier die Monties, oder wie die heißen. Ja. Verdammt, ich habe beim Controller nicht eingestellt, dass der auch schräg kann. Wenn ich schräg drücke, macht der gar nichts. Ich meine auch nicht. Ja, das hätten wir vielleicht in der Konfiguration noch. Ach Quatsch, das gab's damals auch nicht. Oh Mann. Kacke. Okay. Zack, zack. Du hast auf jeden Fall mehr Punkte als ich, glaube ich. Warum auch immer. Wenn du mehr getroffen hast. Also ich habe das Gefühl, dass du deutlich mehr getroffen hast als ich. Ja, das ist also jetzt quasi so eine Art Lightgun-Shooter. Ja, ist natürlich nur ohne ein ganz tolles Spiel. Was werfe ich hier eigentlich? Eiscreme. Ja, sicher. Ja, super. Ja, aber die Gefahr, dass man was Falsches trifft, ist gar nicht so groß irgendwie. Nee, viel Falsches ist ja nicht. Höchstens, dass man gar nichts trifft. Zack. Mal jetzt einfach Dauerfeuer. Aber richtig spannend ist anders, oder? Ja, vielleicht, wenn wir jetzt die treibende Musik im Hintergrund hätten, wäre das vielleicht nochmal was anderes. Oh, vorbei. Aber guck mal, wir sind zumindest weiter. Oh komm, so schlecht war es jetzt auch nicht. Ja, immerhin 230. Ja? Deutlich mehr als Plucky Duck. Loser. Also, echt, ey. Wattenlutscher. Kann man nur so schlecht sein. Unfassbar. So. Also scheint natürlich. Ich simuliere jetzt einfach. Bestimmt 1:1. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen erst Tiny Toons auf dem Super Nintendo gespielt. Also die Mucke ist. Aber meine Frau hat mir verboten zu singen in der Öffentlichkeit. Wir sind ja unter uns, das guckt eh keiner zu, von daher. Ja, stimmt, wer würde sich uns zwei Idioten schon mal zocken angucken? Okay. Völlig abwegig. Ja, eben. Aber es scheint natürlich so eine Art Minispielsammlung zu sein. Ja, Überraschung. Glaub, Chicken Dash, okay. Das klingt spannend. Auch das überspringen wir natürlich wieder, weil wir Vollprofis sind. Lass uns trotzdem kurz, wenn die Steuerung. Natürlich wird jetzt keine Steuerung eingeblendet. Wer hat denn da jetzt wohl auf Start gedrückt? Keine Ahnung. Ich war das. Okay. Das bist du? Ja. Ich glaube, du musst zurück. Du bist ja in so einem Gummiband. Ich versuch's ja. Fail! Ich hätte doch nicht so schnell Start drücken sollen, glaube ich. Das war ja auch ich, aber egal. Du bist schuld. Also, du machst besser. Ja, selbstverständlich. Ich bringe mich nur gerade in. Wie ein echter Gamer beuge ich mich nach vorne, wenn es ernst wird. Ach, du musst irgendwie den Winkel. Ach, du musst was drücken. Boah, wie lange muss das? Keine Ahnung. Okay, jetzt habe ich das Steuerkreuz gedrückt. Aber jetzt musst du bestimmt mal springen oder sowas, ne? Ja, ich kann gar nichts. Oh, ich glaube, jetzt habe ich angehalten. Was? Ich war auf jeden Fall besser als du. Ja, gut, das ist auch nicht schwer. Nee. Es ist ungewohnt, dass die Kamera da oben ist. Wenn ich was aufnehme, ist die Kamera immer da oben. Deswegen gucke ich auch die ganze Zeit nicht zu euch, sondern aus dem Fenster. So, auch schön, ne? Mal. Okay. A, Button smashen. Achso, noch nicht. Hier mit meinem tollen Xbox One Gamepad. Hier, ich habe was viel Geileres.
mal, jetzt habe ich das Mikro geschlagen. Und dann irgendwie Steuerkreuz drücken, um loszurennen oder so, glaube ich. Das auch noch? Ja. Ja, stimmt. Ja. Aber du kriegst jetzt nur die Sterne, die ich nicht schon eingesammelt hatte, glaube ich. Nee, ich glaube. Ach, das ist wahrscheinlich, je weiter man ausgeholt hat, desto weiter fliegt man, desto mehr Sterne sammelt man, desto mehr Punkte. Oh, Panda, du bist echt clever. Boah. Er ist echt clever. Also ganz einfach Button mischen. Ja. Bevor wir gleich das nächste Spiel starten, hätte ich aber trotzdem gerne die Möglichkeit, schräg zu drücken. Nee. Doch. Nee. Doch. Plus. Ich glaube, ich habe voll getroffen. Ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall deutlich... Oh. Oh. Oh, oh. 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 Ach, vielleicht darf man nicht zu weit rennen. Faul. Man darf nicht zu weit rennen. Okay. Macht Sinn. Vielleicht hätte ich auch... eben habe ich dann irgendwas gedrückt, da hat sie angehalten. Vielleicht hätte ich das diesmal auch machen Wahrscheinlich. Müssen. Okay. Aber wie war's? Deswegen auch Chicken Dash. Wer zuerst anhält, ach, verliert. So. Ah. Wir tun mal so, als ob wir jetzt wissen würden, was. Oh Mann, ey. Wir sind echt zwei Experten. Aber Vollexperten. Ah. Aber grafisch ist das Spiel einwandfrei. Ja, sicher. Also wie der Plattformer, wie Buster Busts Loose. Ja, super Titel. Ja. Das ist Weightlifting. Müssen wir schon auch hier wieder. Hätten wir den Weidemann noch dabei haben. Ja, sicher. Das ist der YouTube-Rubbel-Experte. Kann das sein, dass der das auch mal in irgendeinem Stream gespielt hat? Keine Ahnung. Ich meine nämlich, ich hätte das mal irgendwie. Aber hier war gar keine Steuerung da. Also wir müssen bestimmt Button mischen. Ich gehe davon aus. Ja. Yeah! Na. Ah, okay. Aber ah, man drücken? Muss mehrfach. Oh. Okay. Ach, man muss erst Power holen, dann hochdingsen? Ja. Oder oh, nicht? Oh, was ein Scheiß. Scheiße, kriegst du nicht hin. Ach, Scheiße. Ja, Babs hat's voll drauf. Oh. Guck dir ihn an hier. Ich hab's nicht kapiert. Ich hab's nicht kapiert. Du musst Power drücken und dann, wenn das Ding hier in der Mitte ist. Ach, dann. Oh. Dann. Wie beim richtigen Weightliften. Ja, sicher. Kenn ich ja. Bei, ja, da, ich wollte gerade sagen, kommt immer so ein Kreis. Gott, das geht doch weiter. Mir tun jetzt schon die Arme weh. Ach, du Scheiße. Trotz, ey. Ach, ich bin schon draußen. Hast du ein Glück. Los. Ja, verdammt. Nicht kräftig genug, komm schon! Ich feuer dich an! Ah, verdammt! Los! Ist das ermüdend! Los, das schaffst du, komm! Sehr schön! Ich bin für Sport nicht gemacht. Selbst für Videospiele, also hier diese Rubbelspiele, Track and Field und nee, so, Gott, das war nie mein Fall. Ganz schlecht gealtert. Oh. Wieso pumpe ich mich denn nicht so auf? Ich habe nur so ein billiges Wonder Woman-Kostüm an. Hier wären Plucky Duck hier voll einen auf Schwarzen. Weil du eine Frau bist. Ich glaube, du musst starten. Oh, ich muss, glaube ich, noch eine Runde. Noch eine Runde? Oh, ich bin dritter Kraft. Nein, third nee, Oh. Oh Gott. Wer gewinnt? Los. Kannst du mal kommentieren? Ich bin ja. Ja, und sie hat die Dingshaltung und holt Power und schafft sie es oder schafft sie es nicht. Und es wird gerubbelt ohne Ende. Und gerade leicht nach oben, aber es geht weiter. Und sie fliegt nach oben, die Hantel. Sie hat's geschafft. 400 Kilo oder was das sind. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, das obere ist das, was ich jetzt. 190 Kilo. Während Plucky wohl versagt hat. Anscheinend. Also hast du gewonnen. Gratuliere. Sieht so aus, ne? Hab ich gewonnen? Nicht schlecht. Ich habe auf jeden Fall unten die meiste Gesamtpunktzahl. Ja. Boom! Ja. Rubbeln kannst du. Was? Nochmal? Leck mich doch! Warum? Was ist denn? Was? Hallo? Was ist denn jetzt los? Es passiert gar nichts? Nein, es passiert gar nichts. Bist du das? Nee. Kann nichts machen. Ich hatte Pause.
Ja, und ich habe versagt, egal. Ha! Naja, aber du hast gewonnen. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich auch nicht. Aber ich habe Weightlifting gewonnen. Aber wir sind weiter, glaube ich, von Mädchen daher. Als habe ich Weightlifting gewonnen. Ja, sicher. Ja, haben wir uns eigentlich schon überlegt, was wir noch spielen? Wir wollten ja 3 Games anzocken. Ja. Ja, ich würde sagen, eine Disziplin machen wir noch und dann schauen wir mal weiter. Ja. Ich glaube, es war noch Jimmy Connors Tennis gewünscht. Stimmt, Jimmy Connors Pro Tennis oder so hat sich irgendjemand von euch gewünscht. Ja, der WW-Investor war das. Warum wünscht er sich Tennis? Ja, das ist... Das sind diese Schnösel, weißt du, diese Yuppies, die wollen ja. Tennis. Diese Yuppies, was für ein Koi. Koi. Okay, ach, Hammerwerfen. Insider. Okay, das muss hier bestimmt dingsen und dingsen. Du musst bestimmt wieder rubbeln und dann da oben in der... Ja, ach guck mal, da unten wird... Ah! Das war ja erbärmlich. Ja, ich wollte nur mal erstmal gucken, ob ich das hingedings kriege. Wieso rubbel ich eigentlich schon, bevor ich überhaupt auf dem Bildschirm bin? Du rubbelst halt gerne. Ja, ich was soll ich sagen. Ich war auch mal jung. Damals. Ja. Ne? Das hat aber gerade nicht so gut reagiert. Ja, ja, sicher. Das liegt am Emulator, hundertprozentig. Verarschen kann ich mich alleine. Nein, ich habe ernsthaft völlig versagt. Du hast eben auch nur Steuerkreuz gedrückt, damit er loswirft, oder? Ja, also nach oben. Ja, habe ich auch gerade. Hat er beim ersten Mal nicht erkannt. Und dann hat er erst unten angehalten. Du kannst übrigens mehrere Knöpfe abwechselnd drücken, ne? Ja. Es ist gar nicht so einfach, diesen Vektor da zu treffen. Ja. Vektor, sagt er. Ja, ich wollte mal Intelligenz klingen. Für mich ist das zwischen 11 und 1 Uhr. Ja, komm jetzt hier, Babs. Und los. Komm, komm. Los, 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 los. Fuck! Ich meine, Mist! Interessiert hier keinen. Wir sind ja unter uns. Hast du deinen Kanal auch als nicht für Kinder geeignet? Sicher, sicher doch. Gott sei Dank. Habe ich nie behauptet, dass das hier irgendwas für Kinder geeignet ist. Absolut nichts Kindgerechtes hier, Scheiß. Saucer, Würstchenwurf, ne? Genau. Nee, Sausage. Saucer ist, glaube ich, Untertasse. Ja. Panic-Bonus. Es gibt noch den Shatter-Bonus. Wir haben auf jeden Fall verloren. So viel steht fest. Ganz knapp, würde ich sagen. Ganz knapp. Ja. Ja. Wir sind Game denn? Over, dann würde ich sagen. Oh. Gehen wir zum Tennisspiel. Ja, machen wir Tennis. Bis gleich und wir machen Schnitt. Entwickelt von Blue Byte. Ubisoft. Und wir sind zurück, liebe Freunde, mit Jimmy Connors Pro Tour Tennis, einem Spiel von Blue Byte und gerade eben stand da sogar Ubisoft. Ja. Wusste gar nicht, dass die in der 16-Bit-Zeit sogar schon aktiv waren. Doch, das schon, aber Blue Byte überrascht mich, weil die sind ja vor allem so für Siedler und sowas auf dem PC bekannt. Siehst du, das hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Kasten. Schaukampf-Tour-Start. Wusste gar nicht, dass es beim Tennis einen Schaukampf gibt. Wollen wir mal machen, ne? Tennis ist Krieg, ne? Wollte ich gerade sagen. Einzel. Ach, da. Ach, guck mal hier, da läuft so ein kleiner Tennisball rum. Ja. Ja, machen wir einen Satz, ne? Ja, wollen wir nicht übertreiben. Hau mal rein. Mensch gegen Mensch. Mensch gegen. Wow. Ah, okay, hier kann ich. Es gibt Müller, es gibt Akira. Wie man sieht, sind das alles Original. Ohara. Das Original Wrestler. Wurzel? Auf Wurzel ist ja geil. Original Tennisspieler. Ich, Idiot, hab meins ja schon ausgewählt, weil ich zu schnell gedrückt habe. Barnaby? Wieder. Ich nehme Barnaby. Sehr gut. Nicht Wurzler? Nein, Barnaby. Es erinnert mich an Barnaby Stinson. Oder es gibt euch Inspektor Barnaby auf ZDF Neo oder sowas. Guck ich nicht. Ich guck kein Fernsehen. Ich auch nicht. So, wer bin ich denn jetzt? Ich bin wahrscheinlich unten, oder? Hä? Wo kann bin ich denn? Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Was ist denn das? Kann sein, dass das hier... Ist das eine Demo jetzt? Ach, sag bloß, es ist eine scheiß Demo. Was ist denn hier los? Also, ich kann nichts steuern. Ich kann auch nichts steuern. Cool, mach nichts. Was ist denn das für ein... Wieso steht da jetzt Connor? Den hat doch von uns keiner genommen. Technische Difficulties, Leute. Wir starten das Spiel gerade nochmal neu. Gibt's hier kein Reset? Was ist denn das für ein Scheiß? Oder war es jetzt wirklich so ein automatisch ablaufend? Ich weiß es nicht. Wir checken das, Leute. Wir checken das. Lass mich das mal regeln, Panda. Ich regel das jetzt. So, Schaukampf. Ja. Eins nach dem anderen. Grasplatz, Mensch, Mensch gegen Mensch. Mensch. Und da unten ist Einsatz. Auch ein Controller gegen ein Controller.
So. Ja. Ne? So. Grasplatz. So. Na, hier ist Mensch 1, hier ist Mensch 2. Ja, lass mich mal hier. Ja, such dir mal deinen Typ aus. Ich will Wurzler spielen. Wurzler. Weil Wurzel. So. Steuerung. Ne, ich möchte schon die einfache haben. Ja, weil du eine Pussy bist. Ne? So, Papu. Da ist wieder Barnaby. Ich nehme Barnaby. Und jetzt drücken wir nochmal Start. In der Hoffnung, dass sich jetzt einer von uns beiden wenigstens bewegen kann. Schauen wir mal. So. Oder vielleicht, weil wir die einfache Steuerung ausgewählt haben, ist das quasi, wir müssen nur auf den Knopf drücken. Das wäre ja völlig bescheuert. Ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht, aber den Aufschlag konnte ich machen. Den habe ich gemacht. Vielleicht mit dem Stick? Ne, ich bin unten. Ne, ich bin unten. Ich habe doch gerade den Aufschlag gemacht. Ich habe auch gerade den Aufschlag gemacht. Also okay. Jimmy Connors Pro Tour ist scheiße. Ja, irgendwie. Ne? Na, jetzt. Das mache ich jetzt. Dann mach mal. Dann versuch mal nur zu drücken. Ich kann nichts. Ja, das ist... Der bewegt sich von alleine. Das ist die einfache Steuerung. Ja, okay. Wir müssen einfach nur... Alles klar, Leute. Wir spielen jetzt mit einer Hand Tennis. Also... wo der Tennisarm herkommt vom einhändigen Tennisspiel. Ja. Also einfache Steuerung ist wirklich sehr einfach. Gehen wir doch mal kurz auf die Grafik ein. Das sieht scheiße aus. Ja, also... Ich finde ja, Super Tennis sieht hier echt... Oh, Super Tennis sieht besser aus. Was macht er denn da hinten? Gucken. Steht er so breitbeinig und gerade eben hat er die Arme nach unten hängen lassen. Ja, warum denn nicht? Ja, ich würde sagen, du hast den ersten Satz gewonnen. Gehen wir zum nächsten Spiel über. Das ist scheiße. Irgendwie ist das nichts. Ja, komm, nee, komm, eine Runde machen wir noch. Okay, bist du mit dem Aufschlag dran, oder? Jetzt bin ich mit Aufschlag dran. Ja. Boah, wie verzögert das auch ist, ne? Und okay, ich kann natürlich am Emulator liegen, das weiß man natürlich Bullshit. Nicht. Dein Rechner ist einfach zu schwach, um die grafische Leistung hier darzustellen. Die GeForce 2070 kriegt das nicht hin. Ey, das ist gar nicht so einfach, das richtig zu timen. Ja, du musst eigentlich den Knopf schon drücken, bevor der Ball fliegt. Kommt mir natürlich zugute, weil ich deswegen gewinne. Jetzt. So. Bam. Ah, man kann sogar schon gedrückt halten, dann loslassen. Jetzt öffnet sich das. Jetzt ist ganz andere Möglichkeiten. Also, jetzt, wo ich das weiß, finde ich das hier besser als Virtual Tennis. Mindestens. Und weil ich es mit einer Hand spielen kann. Ich meine, es gibt sicher auch viele Leute, die haben nur eine Hand. Ja. Das ist natürlich echt eine Schande und gerade für Videospiele irgendwie ungeeignet. Und für die ist natürlich ein Tennisspiel auf dem Super Nintendo, was man mit einer Hand trotzdem scheiße spielt. Ja, aber ist wahrscheinlich eine große Hilfe. Ja. Ich habe jetzt auf der Switch letztens irgendwo ein Spiel gehabt, ein Rennspiel, da konntest du genau bei Mario Kart geht das, da brauchst du quasi diese Hilfen da. Ja, da brauchst du quasi nicht Gas geben bei Mario Kart, das nimmt ja beim Rennspiel irgendwie die Hälfte des Spaßes weg. Aber immerhin sind sie ehrlich, bei Steuerung einfach, sie ist wirklich einfach. Ja, ich frage mich nur, ob ich, wenn ich jetzt in eine andere Richtung drücke, ob ich dann auch in die andere Ecke mal schlage. Ja, scheint so zu sein. Ja. Jetzt nochmal WWE Investor. Warum hast du die Spiele vorgeschlagen? Weil du uns einen Gefallen tun wolltest oder weil das wirklich scheiße ist? Ich glaube eher Zweiteres. Ja. Ich dachte, wir wären Freunde. Anscheinend doch nicht. So. Warum schlägt dann für Retro Panda quält sich eigentlich niemand mal was Gutes vor? Komisch, ne? Ja. Ist der langsam. Hast du das gesehen? Der ist schon zurückgeflogen, bevor ich geschlagen hatte. Ich habe den quasi vom Knie abprallen lassen. Ballphysik ist ja also nicht so. Nee, hör mal. Was ist der lahm? So, egal. Aus. Komm, spiel doch trotzdem weiter. Oh. Ja. Aber siehst du, was mein Typ da für eine geile... Das sind die hässlichsten Tennis-Sprites, die ich je gesehen habe. Was der für eine geile Frise hat hier? Also vom Blue Byte kennt man eindeutig auch was anderes. Mach doch mal, was macht der denn? Gibt aber auch keinen Lob oder so. Doch hier, mit X ist ein Lob. Toll. Oh, meine Reaktion, ey. Ich konnte echt nicht... War vom ganzen schnell. Rubbeln jetzt, ne? Ja, ich konnte einfach nicht mehr schnell genug reagieren. Das war... Wow, jetzt hat der Ball aber gerade hier... Ha. Ich habe das Gefühl, wer... Oh, Fehler. Ach, so war doch kein Fehler. Tja. Ich habe keine Lust mehr. Ich auch nicht. Leute, wir einigen uns auf Unentschieden. Das ist scheiße. Ja, nächstes Spiel. Dann spielen wir lieber euch zum Gefallen zwischendurch noch eine Runde Rise of the Robots.
Okay. Okay. Da sind wir wieder mit Gottverdammt nochmal Rise of the Robots. Echt. Danke für die tolle Idee, ey. Ey, komm, schlimmer als Kack-Tennis kann das nicht sein. Ja, gut. Schauen wir mal. Hoffen wir mal das Beste. Bei Grafik fand ich ja damals eigentlich ganz cool. Nur den Standbildern in dem Magazin, ja. Da sah es geil aus. Ich muss sagen, mich hat das Spiel damals irgendwie so ein bisschen fasziniert, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil der Grafikstil ja schon ganz anders war, als was man sonst so gesehen hat. Aber guck dir mal, wie schwerfällig schon allein das Kämpfer auswählen ist. Weil jedes Mal diese, die Kämpferauswahl? Ja, weil jedes Mal diese Bewegung macht. Jetzt wackelt jemand nicht am Tisch rum. Dann wähl doch mal deinen Kämpfer jetzt. Ja, der runter. Network Data Analyzing. Ja. Wir versuchen das stylisch zu machen. Ganz schlimm. Gehört das immer noch zur Charakterauswahl? Ja, oder? Ja, einer muss halt der Blaue sein. Ne? Wer ist jetzt wer? Lass uns das erstmal herausfinden. Ich trete. Ich bin der Rote. Okay, ich bin toll. Jetzt habe ich den für dich ausgesucht. Boah, die Steuerung, die ist so kacke. Okay, Viereck und B, also Y und B machen das Gleiche. X und A genauso. Gibt es eigentlich Special Moves? Ja, sicher. Hast du die nicht auswendig? Boah! Nee, voll nicht. Okay, was macht okay, das? Sieht sehr elegant aus auf jeden Fall. Ja. Also ich bin links, der Joe ist rechts. Fährst du nicht mitbekommen? Ich bin der große Rote, so wie auch hier. Boah, was für eine Reichweite hast du denn? Ich habe ein langes Bein. Das ist ja voll unfair. Ja, Gott sei Dank. Weil mehr als das macht er ja nicht. Und es ist so träge, oder? Ja, das ist also so auch träge. Das Springen, ey. Dafür platzen von dir immer Ninja-Sterne ab, wenn ich dich treffe. Boah! In einem Anflug von Martial Arts Greatness hab ich dich einfach beinahe, nicht ganz perfekt, aber schon deftig geputzt. Ey, ist ein bisschen unfair mit der Reichweite, finde ich. Ja, hier, du hast den für mich ausgesucht. Ja, ich dachte, das sieht cool aus, das sieht rot aus. Warum ist rot denn cooler als blau oder grau oder wie auch immer, was da für eine Farbe ist da von dem Typ? Weil rot schneller ist. Wieso ist rot schneller? Ja, was für eine Farbe an Ferrari? Die man bestellt? Ja. Oh, Entschuldigung. Maren, du weißt Bescheid. Na. Ja, da hilft dir kein Bitten und kein Betteln. Außer einem Standard-Attack mit L oder R. Aber das bringt dir auch nicht viel. Da zeigt sich natürlich, wer hier der Fighting-Game-Profi ist, ne? Ich. Offensichtlich. Ja. Hoi. Sag nicht, dass du noch eine zweite Runde willst. Ich wollte gerade fragen, du willst jetzt aber keine Revanche, oder? Nee. Hatten wir nicht auch schon mal Balls 3D gespielt? Ja. Oder? Das war auch scheiße. Oder habe ich das schon mal verdrängt? Also, ich hab's gespielt. Ich weiß auch, was zusammen ist. Ich glaube, es haben wir zusammen gespielt. Shaq Fu hatten wir mal gespielt. Ja. Wir hatten Pause of Fury gespielt. Ja. Genau, das war die Challenge auf der Börse, wo wir uns jeder für 10 am Trash Game gekauft haben. Eieieiei. Gucken wir mal. Was haben wir denn sonst noch so? Ich suche jetzt mal ein Spiel aus, das nicht scheiße ist, aber schwer. Und dann, Legend. Genau, Legend wurde ja auch noch gewünscht. Genau, Legend wurde noch gewünscht. Das haben wir natürlich auch am Start. Finde ich persönlich jetzt nicht besonders geil. Ich habe es noch nie gespielt, also schauen wir mal. Der SNES Maniac hatte letztens einen Test, da sah es eigentlich ganz solide aus. Jetzt natürlich ist kein Spitzenspiel, aber... Er hat die Wertung hier. Ja, also aber dafür, dass es zwei Leute entwickelt haben, hey. Ist das so? Stimmt, hat er gesagt. In seinem Test hat er es gesagt, also... Ja, der wird schon wissen, der SNES Maniac, ich hab's nicht überprüft. Wir wären auch wir, den SNES Maniac zu überprüfen. Nein, zwei Player, lass uns mal kurz in die Options gucken, ob es hier easy gibt. Jawohl. Easy. Und es gibt Turbo. Das genau, das war aber so langsam das Spiel. Wir nicht scheren Lives. Wir jeder seine eigenen Leben. Yep. Und bin nach unten gegangen. Wieso gehst du denn nach unten? Weil ich auf Start gehen wollte. Du musst einfach nur Start drücken. Ah, nee, doch nicht. Ah, es war ein Player so. Banner! Wenn zwei Leute das Menü bedienen können. Ja, da ist Krieg vorprogrammiert. Ja. Ach, wir sind hier einer Schwert, einer Axt. Ja, ich bin Axt-Typ. Ja? Weil ich zweiter Player bin, glaube ich. Axe-Guy. Nicht zu verwechseln mit dem Axe-Battler. Ja. Ja. Okay. Boah, auf Turbo ist es ja gar nicht mal so sehr träge. Wollte gerade sagen, geht aber eigentlich. Die Angriffsgeschwindigkeit ist schon irgendwie... Ach,
Und das ist auch gar nicht so üblich, dass man per Tastdruck springen kann. Das ist ja bei Borderline ja oft so, dass man mit nach oben springt. Nee, überhaupt nicht. Nee? Was redest du da? Hier so Double Dragon und sowas. Double Dragon kannst du nicht vergleichen. Und in der Super Nintendo-Version ist Springen da auch auf dem Knopf. Ah, war das hat mich immer gestört an dem Genre. Ich bin jetzt kein Beat'em-up-Experte, wie man merkt. Ja, es gibt halt einen Unterschied. Das hier ist ja ein mehr zoniges Beat, also quasi, dass man auf so einer Ebene da muss man laufen kann. Können. Ja. Jetzt kann ich natürlich den blöden Schlüssel hier nicht aufheben. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass du nicht mit Taste nach oben springst. Das gibt's aber auch anders. Was ich hier ganz angenehm finde, ist, du kannst den Knopf gedrückt halten zum Angreifen. Stimmt! Aber kannst du nicht laufen. Nee, dann kannst du nicht laufen. Das ist... So, den Schlüssel haben wir. Hoja! Die Animationen sind teilweise ein bisschen geklaut von Knights of the Round. Und Parallaxe Scrolling und Objekte im Vordergrund sind ja schön und gut. Aber nicht, wenn so ein verdammter Baumstamm meine ganze Figur verdeckt und Gegner. Allerdings, das ist also, ne, solche Effekte sind immer gerne gesehen, aber dann so bitte leicht transparent oder ähnliches. So, zu zweit geht das ja eigentlich. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die Musik ist auch ganz okay. Die hören wir ja, wie gesagt, jetzt beide aber nicht. Aber ihr natürlich. Ihr natürlich. Ich bin dann gespannt, wenn ich das Video gucke. Ja. Ich hatte das Spiel auch mal selber kurze Zeit für Super Nintendo, habe das dann aber getauscht mit einer alten Arbeitskollegin von meiner Freundin, die auch gerade angefangen hatte, Super Nintendo zu sammeln. Ich weiß nicht mehr gegen was, aber die wollte Legend unbedingt haben und die hatte irgendwas, was ich dafür haben wollte und dann haben wir getauscht, weil ich Legend im Singleplayer echt nicht so prall fand. Der SNES Maniac hat ja auch gesagt, im Multiplayer geht das wahrscheinlich sogar besser. Der hatte aber niemanden, mit dem er im Multiplayer zocken konnte. Wir haben Freunde. Und er halt nicht. Macht's natürlich einfacher. Klingt jetzt gemein. Nein, so war das natürlich nicht gemeint. Ja, halt sowas über Online-Internet zu zocken, das ist halt nicht so. Ne? Nee, das funktioniert auch nicht. Also ich habe ja mal, wir hatten ja im Zuge von einer Quält sich Together-Folge auch schon mal versucht, das über RetroArch irgendwie ans Laufen zu kriegen, weil das auch Netplay bietet. Es ist unmöglich, da die Freigaben so einzurichten, dass man sich gegenseitig connecten kann. Also ich habe es den ganzen Abend versucht, auch mit anderen Kollegen zusammen, mit dem Kurojin, der hat mir da noch sehr geholfen. Und damals der Mitron, mit dem habe ich das auch versucht. Aber es hat einfach nicht funktioniert und keine Connection zustande gebracht. Und über SNES Party, womit wir die ersten zwei Folgen aufgenommen haben. Da ist ein Lag drin. Das ist halt... Was ist das denn? Boss? Das ist ein Bossfight, ja. Das ist halt... Es geht, aber es ist nicht, ja, es ist nicht schön. Ist nicht, man merkt es halt. Es ist, geht halt, weil es bequem ist, aber nicht, weil es gut ist. Ja. Und für denjenigen, der das Spiel nicht hostet, ist die Grafik halt echt beschissen. Also ich erinnere mich an dieses Dirt Race FX oder so. Das war für mich einfach nur so ein Pixelbrei. Ja. Ekelhaft war das. Zu zweit kann man den aber ganz gut hier einkesseln. Wollte gerade sagen, also schwer ist der jetzt gerade nicht, oder? Nö. Alleine ist das Ding hier richtig hart. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das ist aber auch blöd, dass das quasi nicht skalieren irgendwie für zwei Spieler, sondern das ist kein gutes Spieldesign. Dasselbe einfach nur mit zwei Spielern, ist klar, dass es einfacher ist. Ich stehe jetzt hier einfach nur und halte die Schlagtaste gedrückt. Das ist natürlich wenig interessantes Gameplay eigentlich. Optisch ganz okay, finde ich. Sicher auch abwechseln, dass wir jetzt in so einen Sumpf kommen und sowas. Das sieht ja gar nicht so verkehrt aus, ne? Ja, nimm dir mal. Ach, wie bewegt man sich auch langsamer über den Sumpf? Ja. Oh, Chicken! Boah, viel Leben gibt so ein Chicken aber nicht hier, ne? Nicht wirklich. Das war ja gerade nur ein Fitzel. Dafür erscheinen sie relativ oft, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Ja, wenn die nicht viel geben, ist das auch besser. Der, guck mal, hat er gerade mal 10% gegeben oder was so. Was bringt mir eigentlich die Kohle? Das Gold? Ich glaube, nix. Wahrscheinlich kriegst du irgendwie ab 5000 oder so ein Leben oder sowas. Ja, gut. So ist das ja in den meisten Beat'em-ups. Ja. Meine Stimme versagt langsam schon, weil wir sind quasi seit vierten Video, vier Stunden permanent am Quatschen, weil wir aufnehmen. Macht natürlich mega Laune, aber wenn ich nachher nach Hause fahre, kann ich meiner Frau nicht erzählen, wie mein Tag war, weil ich keine Stimme mehr haben will. Also Schatz, tut mir leid, du musst dann die ganzen Videos abwarten. Das wird sie heute Abend überhaupt nicht akzeptieren, aber hey. Musst du durch. Schreibe ich sie halt per WhatsApp. Sitzt neben ihr. Ah, ja. Wieder ein Boss. Ja. Oh, der sieht aber cool aus. Was ist das? Ach, das ist ein Baum mit Gesicht? Ja, okay. Man muss aufs Gesicht hauen anscheinend. Oh, ich bin tot. Okay, der ist schon etwas schwieriger. Ja, da man den wahrscheinlich auch irgendwie intelligenter angehen muss, wahrscheinlich. Ja, hier muss man, glaube ich, auf die Schatten von den Händen achten auf dem Boden. Da wir ja Vollprofis sind, machen wir das natürlich auch. Selbstverständlich. Huch! Ja, mit A kann man Magie machen, aber die macht jetzt so viel Unterschied auch nicht. Doch, hat er ordentlich was abgezogen hier. Guck mal. Naja. Also.
Ja, ich habe keine Energie. Ich auch nicht. Aber dann kriegen wir den jetzt geschlagen, nehme ich mal an. Er ist tot, du bist tot. Boah, ich hab ja noch genug Leben. Ich bin der Last Man Standing. Ja, wenn eins genug Leben ist, dann hast du noch genug Leben. Ja. Ein Leben ist genug, lieber Joe. Ist das so? Um es nicht so philosophisch zu werden, aber... Es kommt nicht darauf an, wie viele Leben man hat, sondern was man aus denen macht. Eben. Ja, ja. Weisheiten, Kalendersprüche, ja, Retro-Panda hier, und so. Eigentlich wollten wir auch noch so ein paar Dad-Jokes einbauen, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts vorbereitet. Ich auch nicht. Schade. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Ihr wisst ja, wie das ist. Man überlegt sich, hey, ich komme mal vorbei, wir nehmen den ganzen Tag auf. Ja, und dann machen wir das und dann machen wir das und dann machen wir das und am Ende kommt es ganz anders. Wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich das letzte Video, was wir jetzt aufnehmen und wir sind beide so... Reden. Das letzte, ich dachte, wir spielen oder eine Folge mit Spielen, die wir nicht scheiße finden. Stimmt. Ja, wir gönnen uns nämlich heute auch mal was und spielen gleich auch mal, also im nächsten Video, dann auch mal ein paar geile Koop-Games. Stimmt. Ja. Kriegen wir hin. So. Aber ich würde sagen, keine Ahnung. Epileptischen. Wollte gerade sagen. Das war so, hey, wir konnten Grafik blinken lassen. Voll super. Ja, mir blutet hier auch leicht schon so ein bisschen das Gehirn aus dem Ohr raus. Ich wollte sagen, wollen wir? An der Stelle, wir haben Legend gespielt, also wir haben alle drei Zuschauerwünsche abgearbeitet. Ja, ist... Nochmal für den guten Tim, wir haben deine Vorschläge nicht missachtet, aber wir hatten vorher extra gesagt 16-Bit, also Super Nintendo oder Mega Drive. Eben. Und alle Spiele, die du vorgeschlagen hast, sind nicht auf Super Nintendo Eben. Oder Mega Drive. Und das können wir leider nicht umsetzen. Ja. Aber so richtig, richtig scheiße, also war schon was Scheißiges dabei, wie das komische Tennis. Ja, das war nicht so prall. Aber es war eher Durchschnitt als richtig vielleicht scheiße. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir nicht den einfachen Steuerung... Wahrscheinlich. Wer überlegt sich denn so? Ja, ist auch egal. Aber jedenfalls, danke für eure Wünsche und noch einen fantastischen Tag, was ihr noch vorhabt. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Retro Joe out. Bye. Macht's gut. Bye.